Meine Damen und Herren, willkommen zum zweiten Teil des heutigen Finales. Bevor wir mit den Darbietungen der zweiten Runde beginnen, dürfen wir Sie jetzt an jenen Preis erinnern, den Sie hier im Publikum im Festsaal des Tiroler Landeskonservatoriums heute vergeben können. Sie haben die Möglichkeit, selbst einen Favoriten oder eine Favoritin zu wählen, und bitte verwenden Sie für Ihr Voting die vorbereiteten Stimmzettel und beachten Sie, dass die Stimmzettel nur dann gültig ist, wenn nur ein Name angekreuzt ist. Ladies and gentlemen, before we continue with the second round of this competition, we would like to take a minute to explain the public award of tonight. You've got a ballot, and we would like to you to check the box next to the name of the singer you would like to vote for, and please do this as quickly as possible during the intermission, and please make sure that you only vote for one singer, otherwise your ballot cannot be counted. Auch noch ein Wort möchte ich sagen zum Repertoire, das Sie heute während dieses Finales hören. Es ist ein Grundgedanke von dem Format des Finales, dass wir hier auf jeden Fall von jedem Finalisten und jeder Finalistin die eine der Pflichtarien aus dem Stück, das eben im darauf folgenden Jahr als Barockoper Jung zur Aufführung kommt, auch im Finale zu singen hat. Sie haben es schon bemerkt und werden es im zweiten Teil noch einmal merken, das ist nicht ganz gerecht oder scheint nicht ganz gerecht, zumindest was die Länge betrifft, wenn man sich die Arien der Countertenöre und die der Mezzosopranisten anschaut. Aber ich darf Sie beruhigen, die Jury hat natürlich sehr viele andere Arien auch schon gehört und wird bei ihrer Bewertung sämtliche Arien auch der ersten und zweiten Runde natürlich mit einfließen lassen. Und eine dieser kurzen Arien darf ich jetzt ankündigen, gesungen von Jake Arditi from Great Britain. The next finalist is Zachary Wilder from the United States of America. The next finalist is Zachary Wilder from the USA. Take a boozy
short leave of your nymphs on the shore, and silence their mourning with vows of return, but never intending to visit them more. No, never intending to visit them more. No, never, no, never intending to visit them more. Und wir bleiben bei Henry Purcell. Als nächstes hören wir, next finalist is Einat Aronstein von Israel. Pursue thy conquest now, pursue thy conquest now, pursue thy
The next finalist is Aurelio Scavoni aus Italy. The next finalist, Aurelio Scavoni aus Italien. Next finalist, nächste Kandidatin aus Bolivien, Angelica Monje Torres. Thank you.
Natalia Kawalek-Plewniak aus Polen heißt unsere nächste Kandidatin. Our next finalist is Natalia Kawalek-Plewniak from Poland. Finalist comes from Italy. Nächster Finalist aus Italien, Carlo Vistoli. Wir hören erneut Sophie Juncker aus Belgien. Next finalist, Sophie Juncker from Belgium.
pursue the conquest of, pursue the conquest of, pursue, pursue, pursue the conquest, pursue the conquest of, pursue the conquest of, pursue the conquest of, pursue, pursue, pursue the conquest, pursue the conquest of. Her eyes confess the flame, her eyes confess the flame, her tongue denies. Her eyes confess the flame, her eyes confess the flame, her tongue denies. Pursue the conquest of, pursue the conquest of, pursue, pursue, pursue the conquest, pursue the conquest of, pursue the conquest of. Wir hören noch einmal an diesem Abend die Russin Daria Teliatnikova from Russia. Oh.
Our next candidate is Edward Grint from the United Kingdom. Unser nächster Finalist heißt Edward Grint und kommt aus Großbritannien. Mi la famiglia e il divor,
Cecilia, farmi unir d'intorno a me, farmi unir d'intorno a me. Vielen herzlichen Dank, Piers. Vielen herzlichen Dank dem Jugendorchester, dem etwas aufgestockten Jugendorchester der Academia Montis Regalis. Meine Damen und Herren, die Jury, die hat sich jetzt oder zieht sich gerade zur Beratung zurück und muss wohl eine ziemlich schwere Entscheidung treffen. Auch wir bitten Sie jetzt um Ihre Entscheidung und werfen Sie Ihre Stimmzettel so bald wie möglich in die Box im Foyer. Wir brauchen ja dann auch noch ein wenig Zeit, um die Stimmzettel auszuzählen. Wir treffen uns dann wieder zur Preisverleihung in ungefähr 25 bis 30 Minuten. Vielen herzlichen Dank. Ladies and gentlemen, while the jury leaves to reach some surely difficult decisions, we ask you now to drop your ballot for the audience prize in the box in the foyer as quickly as possible, please. We will see you back here in about 30 minutes. Thank you. And now give another round of applause for Piers Maxim and his Youth Orchestra Academia Montis Regalis.